der Mais, der jetzt nur am Feld steht, kommt nicht bei uns als Popcorn auf den Teller oder als gegrillter Mais, sondern der wird für die Futtermittelerzeugung gebraucht. Der kommt eben zu den Tieren. Wir unterscheiden da zwischen Körnermais und Silomais. Was passiert da jetzt genau? Also beim Körnermais funktioniert das ähnlich wie beim Getreide. Der wird gedroschen. Das heißt, man trennt die Pflanzen und den Kolben vom Korn. Der Mais ist dann eigentlich auch schon fertig. Er wird vielleicht nur getrocknet, damit er dann über den Winter haltbar ist. Beim Silomais funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Da wird die ganze Pflanze in den Klecks eingezogen und klar gehäckselt. Das ist natürlich auch relativ feucht. Das passiert auch ein bisschen früher als wie das Körnermaisdreschen. Und anschließend, nach dem Mexen, wird das Ganze auf einen Kipper verladen oder in einen Ladewagen und wird in ein Silo eingeführt, verdichtet oder zu Siloballen presst, damit das eben auch haltbar ist. Das Ganze wird dann quasi wie Sauerkraut fermentiert. Und der Mais, den wir eben sehen, das ist hauptsächlich Körner- und Zahnmais. Und der Mais, den wir dann essen, das ist der Zuckermais. Also das ist wieder eine andere Sorte. Der wird auch meistens ein bisschen früher geerntet, damit er eben nur weich ist und damit wir den gescheit essen können. Und fürs Popcorn gibt es auch noch einen eigenen Mais, das ist der Popcornmais.